Liebe 100-jährige Niedersachsen, liebe Europäerinnen und Europäer heute hier in Hildesheim, ich habe meinen Vortrag mit dem Titel überschrieben Heimat in flüchtigen Zeiten, Gedanken zum 100. Niedersachsentag. Die Symphonie mit dem Paukenschlag ist von Josef Haydn. Dort kommt der große Rums, also der Paukenschlag nach 16 Takten. In der Politik des Jahres 2019 kam der große Rums noch früher. Er kam schon nach 15 Tagen. Die Ablehnung des Brexit-Vertrages durch das britische Parlament war ein wilder, ein aufregender und bedrohlicher Jahresauftakt. Er stürzte Großbritannien womöglich ins Chaos und Europa in größte Ungewissheit. Nach der Legende soll Josef Haydn den Paukenschlag in den langsamen zweiten Satz hineinkomponiert haben, um das träge Publikum aus seinem konzertanten Tiefschlaf zu wecken. Vielleicht, hoffentlich ist das Brexit-Drama auch so ein Paukenschlag, um die Bürgerinnen und Bürger Europas aufzuwecken. Aber Sie wissen es alle so gut wie ich, seit Mitte Januar paukt und paukt es wöchentlich, fast täglich. Und mir scheint es fast so, als gewöhne man sich an die Paukerei. Und in London, Brüssel und Berlin tut man fast so, als handle es sich bei der wilden Paukerei um die kleine Nachtmusik. Es geht darum, die Heimat der Zukunft zu verteidigen. Die große Heimat der Zukunft ist Europa. So denke ich, es gibt mehrere Heimaten, viele Heimaten, vielfältige Heimaten, große und kleine Heimaten. Die erste Heimat ist die Familie, die zweite ist die Kindheit, die Schule, der Arbeitsplatz, die Vereine, die Stadt, die Region, in der man lebt und schließlich der Staat, also das Heimatland. Und darüber wölbt sich dann in Zukunft, wenn es gut geht, die Heimat Europa. Ich komme aus Bayern, bin dort geboren und aufgewachsen. Meine Jugend war politisch geprägt von Franz Josef Strauß, an dem und an dessen Politik ich auch noch als Journalist einiges zu kritisieren hatte. Aber er hat oft und gern einen Satz gesagt, den ich heute noch schön finde und der das Heimatliche schön zum Ausdruck bringt. Bayern, sagte er, ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa ist unsere Zukunft. In der CSU war dieses Bekenntnis zu Europa lange Zeit verpönt. Jetzt ist dort Europa wieder angesagt, seitdem ein CSU-Mann aus Niederbayern, Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP-Fraktion für die Europawahl ist. Wenden wir den Satz von Franz Josef Strauß auf Hildesheim, auf die alte Bischofsstadt und auf die Mitgliedsvereine des Heimatbundes an. Niedersachsen ist ihre Heimat, Deutschland ihr Vaterland, Europa ist ihre Zukunft. In einer globalisierten Welt eine Heimat zu haben, ist nicht einfach nur ein Standortvorteil. Es ist ein Lebensvorteil. Warum? Heimat ist mehr als eine Postleitzahl. Heimat ist mehr als eine Adresse irgendwo. Heimat ist das, was Halt gibt. Heimat ist auch Urvertrauen. Das Urvertrauen, sicher und geborgen zu sein. Wer eine Heimat hat, tut sich leichter im Leben. Er wird nicht so leicht entwurzelt, auch wenn der Sturm an ihm zerrt. Immer mehr Menschen sind heute von dem, was Globalisierung genannt wird, höchst verunsichert. Sie fühlen sich entheimatet. Heimatliche Politik ist eine Politik, die den Menschen ihre Unsicherheit nimmt. Heimat Europa? Europa? In unserem Europa gärt es. Und ob es Wein oder Essig werden wird, ist ungewiss. Es gärt.
nationale Fronten machen quer durch Europa, Front gegen Europa und gegen die Werte der Aufklärung, gegen die Werte, die in der Französischen Revolution grundgelegt wurden und die in die europäische Grundrechtecharta eingegangen sind. Die Europäer sammeln ihre Kräfte, wissen aber nicht so recht, wo und wie sie sie einsetzen sollen. Die Anti-Europäer wissen es schon. Das junge, alte Europa, das Europa der EU, ist bedroht wie nie in seiner Geschichte. Die große Gefahr ist der Wahn von innen. Die große Gefahr sind die neuen alten Nationalisten. Sie wollen aus dem neuen Europa wieder das Alte machen, es wieder zerstückeln und diese Stücke bewachen. Sie betrachten Europa als parzellierte Landkarte und stecken in die Felder ihre Fahnen und ihre Namensschilder. Take back control nennen sie das. Und mit dieser Parole und falschen Statistiken haben die Brexit-Befürworter 2016 die Volksabstimmung in Großbritannien gewonnen. Das ist der Brexit, an dem Europa gerade schier verzweifelt. Der Brexit und die Ablehnung des Vertrages, der den Brexit wenigstens verträglich ordnen und gestalten sollte, ist eine Folge unterirdisch schlechter Politik des früheren britischen Premiers David Cameron, der populistischen Verantwortungslosigkeit des Boris Johnson, der Hilflosigkeit der Theresa May und des doktrinären Europaskeptizismus des Jeremy Corbyn. Ermöglicht wurde dieser Brexit durch eine massive Boulevardkampagne, angerührt von Murdoch und einigen reaktionären Zeitungen. In den sogenannten sozialen Medien wurden deren Lügen über Europa und über Ausländer zu einem ständigen Wuthagel großgeneigt. Der britische Boulevard hat den Brexit herbeigehetzt. Und der seriöse Journalismus, die seriösen Medien, BBC und Co. haben zu wenig dagegen gehalten. Sagen, was wahr ist, so hat es einst Spiegelgründer Rudolf Augstein, ein gebürtiger Niedersachse, als Devise für den Journalismus ausgegeben. Dazu gehört es auch zu entlarven, was nicht wahr ist. Man soll den Leuten aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Es ist gut, zumal im Jahr nach dem großen Reformationsjubiläum, sich an Luthers Rat zu erinnern. Den Leuten aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Ich will mir diesen Rat nützlich machen, wenn es um Europa geht. Ein gutes Europa, das ist ein heimatliches Europa. Das ist ein Europa, in dem sich die Menschen zu Hause fühlen. Die EU ist trotz aller ihrer Fehler das Beste, was den Europäern in ihrer langen Geschichte passiert ist. Gewiss, wer seinen Nationalstaat als Heimat erlebt hat, der will daraus nicht in flüchtige Zeiten, nicht in die Globalisierung, nicht in die Heimatlosigkeit vertrieben werden. Er will, wenn die Heimat Nationalstaat zu schwach wird, um die Probleme zu lösen, Europa als zweite oder dritte Heimat. Diese europäische Heimat zu bauen, dieses Versprechen, müsste im Mittelpunkt einer Europabewegung und des Europawahlkampfs stehen. Das Europa der EU ist kein Projekt, auf dem man sich ausruhen kann. Die multiplen Spaltungen in Europa, die Spaltung in Ost-West, die Spaltung in Nord-Süd müssen überwunden werden. Daher wäre Ruhe tödlich. Goethes berühmtes Gedicht kann als Warnung dienen. Er hat es einst mit dem Bleistift auf die Holzwand einer Jagdhütte im Thüringer Wald geschrieben: Über allen Wipfeln ist Ruhe. Im Goethehäuschen, das später dort errichtet wurde, steht es heute in vielen Sprachen. Es handelt natürlich nicht vom Wahlkampf, ist aber darauf anwendbar. Es geht nämlich darum, dass sich nichts, aber auch gar nichts rührt, und es endet dann sehr im Grundsätzlichen. Man spürt, heißt es da, kaum einen Hauch. Und deswegen kommt Goethe zu der eindringlichen Mahnung: Warte nur balde, ruhst du auch. Das darf mit der Heimat Europa nicht geschehen. Der Pulse of Europe muss wieder spürbar werden. Das ist ein Memento für Europa. Um ein solches Europa zu bauen, muss man, ich nutze das Wort einmal positiv, muss man populistisch sein.
Man muss also populär reden und auftreten. Das Wort Populismus, meine ich, wird in der aktuellen Debatte falsch eingesetzt. Es ist nicht der Populismus, an dem Europa verzweifelt. Es ist nicht der Populismus, der die Gesellschaft kaputt macht. Es ist der populistische Nationalismus und der populistische Extremismus, der die Gesellschaft kaputt macht. Der Populismus ist nur eine bestimmte Art und Weise, für Politik zu werben. Auch meine Rede hier ist also, wenn Sie so wollen, in diesem Sinn populistisch. Jeder gute Politiker muss nach meinem Dafürhalten auch Populist sein, weil er seine Ideen, seine Politik so darlegen, vortragen und vertreten muss, dass sie verstanden werden und dass sie begeistern können. Heiner Geißler, mit dem ich in den Jahren vor seinem Tod viel und oft über Politik und politische Strategien diskutiert habe, hat mir immer wieder gesagt, ein guter Politiker muss in der Lage sein, seine Politik, seine Lösung für Probleme in ein paar Minuten am Tapetentisch in der Fußgängerzone überzeugend zu erklären. So ist es und genauso muss man Europa erklären. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Heimatfreunde, ich war Europas letzte Chance. Das hat Adolf Hitler arrogant und maßlos vor seinem Ende im Bunker gesagt. Ich war Europas letzte Chance. Es war eine dämonische Chance. Adolf Hitler hat auch das noch zerschlagen und zerstört, was vom alten Europa nach dem Ersten Weltkrieg noch übrig geblieben war. Er hat die Weltgeltung Europas und dessen politischen und kulturellen Anspruch schauerlich verspielt. Was dann in Europa geschah, ist mit dem Wort Wunder nur unzulänglich beschrieben. Das europäische Kleinstaatengerümpel, wie Adolf Hitler es verächtlich bezeichnet hatte, tat sich zusammen, es überwand den Nationalismus und uralte Feindschaften. Die europäische Gemeinschaft, die Europäische Union entstand. Und es ist leider so schwer, dieses Große im politischen Alltag zu spüren, also in den Querelen und dem Euro, in der sich dahin siehenden Finanzkrise, in den Animositäten gegen die sogenannten Eurokraten in Brüssel, und in den elenden Streitigkeiten der Flüchtlingskrise und der neuen Lust an der Abschottung. Wir alle, nicht nur die Engländer, hatten und haben es uns schon viel zu lange angewöhnt, über Europa zu mäkeln, wie es die Schüler über die Schule tun. Wir haben es uns angewöhnt, über die Bürokratie von Brüssel zu klagen, über die Demokratiedefizite, über die Kosten, über den Wirrwarr der Richtlinien, über die Flüchtlingspolitik, über den Euro und die Rettungsschirme. Die Klagen sind, dass wir uns nicht falsch verstehen, die Klagen sind berechtigt. Aber wir haben verlernt, das Wunder zu sehen. Europa ist ein Wunder. Dieses Europa der Europäischen Union ist das Beste, was Europa in seiner langen Geschichte. Zuletzt in der Ukraine-Krise ist mir eine Kiste, eine Holztruhe wieder eingefallen. An diese Truhe hatte ich schon lange nicht mehr gedacht. Sie stand einst im Zimmer meiner Großmutter, einer resoluten oberpfälzischen Bauersfrau, die 15 Kinder geboren hatte, also einige mehr als die Europäische Union in den ersten 30 Jahren ihrer Existenz mit in Stadt zählte. Großmutters wichtigste Erinnerungen waren in dieser Holztruhe verwahrt, auf welcher in Zitterlinschrift der Krieg stand. Darin befanden sich die Briefe, die ihre Söhne und Schwiegersöhne von allen Fronten des Zweiten Weltkriegs nach Hause geschrieben hatten. Einer der Briefschreiber war Soldat in der deutschen 11. Armee unter General Erich von Manstein, die 1941-42 versuchte, Sewastopol auf der Krim zu erobern. Was würde Großmutter sagen, fragte ich mich bei der Erinnerung an die Kiste während der Ukraine-Krise. Was würde sie sagen, wenn sie noch lebte? Schreib was, Bub, würde sie sagen. Schreib was, dass es nicht wieder Krieg gibt. Sie würde mir dann, wie so oft, nicht nur vom Zweiten, sondern auch vom Ersten Weltkrieg erzählen, wie der Krieg auf einmal da war, vor weit über 100 Jahren, mitten im schönen August. Und dann würde sie vom großen Wunder reden, was sie kaum glauben könne, wenn sie in die alte Kiste schaue. Man müsse dies Wunder hüten wie ein rohes Ei. Das Wunder Europa nämlich. Das Wunder hüten.
das Wunder Europa, das gehört zur Heimatpolitik. Heimat, was ist Heimat? Das Wort gehört zu den schönsten Wörtern der deutschen Sprache. Es ist zart und es ist kraftvoll, es scheint in die Kindheit, es weckt Erinnerungen, es steht für Sehnsüchte. Kann man mit diesem Wort Politik machen? Man kann. Deshalb war das Wort ja jahrzehntelang suspekt. Heimat ist in Deutschland so verklärt und so verkitscht worden, dass aus einem Wort der Geborgenheit ein Wort der Verlogenheit wurde. Und es ist missbraucht worden. Es wurde verarbeitet zum Duftstoff und zum Lockstoff der Deutschtümler. Aus einem der deutschesten der deutschen Worte wurde wohl gerade deswegen ein ungutes, eines, das in den ranzigen und in den braunen Ecken der Gesellschaft zu Hause war. Das war ein Fehler. Diesen Fehler hat die demokratische Politik erkannt. Man darf die Heimat nicht denen überlassen, die damit Schindluder treiben. Daher reden jetzt alle von ihr. Das Wort ist in der deutschen Politik zum neuen Lieblingswort geworden. Es gibt eine Renaissance der Heimat. In Nordrhein-Westfalen, in Bayern und im Bund wurde ein Heimatministerium eingerichtet. Man muss sich darüber nicht gleich wieder lustig machen. Es ist ja gewiss richtig, dass man das Wort Heimat nicht den Rechtsradikalen überlassen darf. Der Gehalt des Wortes ist zu wertvoll. Es darf aber auch nicht sein, dass man das Wort nur als Etikett auf eine Politik klebt, die man eh schon immer gemacht hat. Den Grünen wird sie dann einfach zum Synonym für Umweltschutz und Energiewende, den Sozialdemokraten wird sie ein Ausdruck ihrer historischen Sehnsuche nach der sozialen Gerechtigkeit, den CDUler wird sie zum Ausweis für Konservativismus und die AfD erklärt ihre Antiflüchtlingspolitik zur Heimatpolitik. Es wäre wenig sinnhaft, wenn das Reden von Heimat nur das alte Geschwurbel über die Identität ablösen würde. Was ist Heimat? Heimat ist mehr als eine Postleitzahl, mehr als eine Adresse. Heimat ist das, was Halt gibt. Eine Politik, die Halt gibt, ist eine Politik gegen den Extremismus. Immer mehr Menschen sind von dem, was Globalisierung genannt wird, austauschbar gemacht worden. Das Gefühl einer flüchtigen Existenz haben auch Menschen in den Ländern, in die sich Flüchtlinge flüchten. Und so erleben viele Menschen, selbst in wohlgefügten Gesellschaften wie Deutschland oder Österreich, die Flüchtlinge als Boten eines Unglücks, das auch ihnen selbst auflauern könnte. Also wehren sie sich gegen die Fremden, um ihnen nicht gleich zu wehren. Sie sehen diese als Menetekel. Das ist der Boden, auf dem wieder die alten Wahnideen wachsen, der Nationalismus und der Rassismus. Heimatliche Politik ist eine Politik, die den Menschen ihre Unsicherheit nimmt. Gute Heimatpolitik denkt natürlich nicht nur an die Sanierung von Denkmälern, sondern zum Beispiel an die Sanierung der Mietpolitik und der Rentenpolitik. Wenn man sich das Wohnen in den Städten und das Leben im Alter nicht mehr leisten kann, ist man entheimatet. Heimat ist nichts Statisches. Heimat hat eine Geschichte, Heimat ist eine Geschichte, Heimat schreibt sie fort. Die Heimat muss eine Heimat für die Altbürger sein und bleiben, sie muss eine Heimat für die Neubürger werden. Heimat grenzt nicht aus, Heimat bindet ein, Heimat bindet zusammen, Heimat hält zusammen. Heimatpolitik ist auch Integrationspolitik. Migration darf nicht zur andauernden Entwurzelung führen, nicht zur Heimatlosigkeit. Das Bedürfnis nach Beheimatung, nach Sesshaftigkeit, nach Kontinuität darf nicht vergessen werden. Wir sprechen manchmal von Migranten, als handle es sich um eine besondere Spezies Mensch. Migrant zu sein ist aber nichts Genetisches. Es ist eine Erfahrung, die einen prägt und die man in seine Lebensgeschichte integrieren muss. Aber keiner würde wohl als Berufswunsch oder als Lebensziel ausgeben, ich will einmal Migrant werden. Im Gegenteil, es ist etwas, was man immer auch überwinden will. Man will ankommen. Man will irgendwo Heimat und Halt finden. Menschen, die mit ihren Familien kommen, haben lebenswichtige Wurzeln mitgenommen ins neue Land. Die aber, die ohne Familie geflüchtet sind, haben ihre Wurzeln verloren. Was geschieht mit denen, die völlig alleine hier ankommen und denen der Nachzug ihrer Frauen und Kinder verweigert wird?
Aus Entwurzelung entstehen Frust und Isolation und daraus entstehen Krankheit, Aggression und manchmal auch exzessive Gewalttat. Europa sollte kein Kontinent von Flachwurzlern werden. Flexibilität und Mobilität sind nicht Selbstzweck. Green Cards und Blue Cards können wichtig sein. Der Abbau von bürokratischen Hürden, die Migration erschweren, ist wichtig. Die unkomplizierte Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen ist auch wichtig. Aber Lebenslauf sollte nicht zum Synonym für ein neues Nomadentum werden. Der Mensch braucht Heimat auch in flüchtigen Zeiten. Das ist der Sinn und das Ziel von Integration. Heimat ist unsere kleine und große Welt dann, wenn sie die Humanität des Lebens bewahrt. Das klingt hochtrabend, ist es aber nicht. Es ist zum Beispiel so, die Boomstädte brauchen etwas von dem, was das Land hat, bezahlbaren Wohnraum. Und das Land braucht das, was die Stadt hat, nämlich die Verbindung von Arbeit und Leben. Dafür zu sorgen, das ist Heimatpolitik. Es gilt daher, die Kraft der Provinz zu erhalten oder wieder neu zu entwickeln. Es gilt, die Lebendigkeit des Lebens dort zu bewahren. Man muss schauen, wie man die demografischen Probleme in den Griff kriegt, wie Bauland in der Provinz preiswert bleibt und wie die Verkehrsanbindung an die großen europäischen Straßennetze optimal wird. Der deutschen Provinz wird aber seit Jahren übel mitgespielt. Nicht nur von der Bundeswehr, die so viele Garnisonsstandorte geschlossen hat. Post, Telekom und Bahn haben sich radikal aus der Fläche zurückgezogen, kaum dass sie privatisiert waren. Auch bei den Sparkassen gibt es ein großes Filialschließen, es muss gespart werden und manchmal sägt man dann aus Sparsamkeitsgründen den Ast ab, auf dem man sitzt. Die Provinz hat es wirklich nicht ganz leicht heute. Landlust heißt zwar eine der erfolgreichsten Zeitschriften an den Kiosken, aber die Landlust gibt es so oft nur auf dem Papier und bei der Nachfrage nach Omas Apfelkuchenrezept. Ansonsten existiert oft viel Landfrust. Viele Bürgermeister, jedenfalls bei mir zu Hause, müssen bizarre Kämpfe um schnelle Datenleitungen führen, die in einer hochentwickelten Industriegesellschaft eigentlich überall längst selbstverständlich sein sollten. Es gibt in Teilen Deutschlands so etwas wie eine provinzielle Depression. Aber man muss sich hier nicht ausliefern. Ja, der Einwohnerrückgang und die Veränderung der Altersstruktur haben Auswirkungen auf die Infrastruktur. Aber dabei darf nicht vornehmlich der Abbau die Zielsetzung sein, sondern der Umbau. Öffentliche Verkehrsanbindungen müssen funktionieren, Schulen müssen zu neuen Mittelpunkten des Miteinanders und des Voneinanderlernens ausgestaltet werden. Medizinische Betreuung und Pflege müssen neu konzipiert und ausgebaut werden. Der Kampf gegen den populistischen Rechtsextremismus ist auch ein Kampf gegen die provinzielle Depression. In der Mitte der Dörfer, der Märkte und der Städte dürfen keine Löcher sein. Die Ortskerne dürfen nicht verrotten, wie ich es leider oft auf meinen Reisen sehe. Ich finde immer die Existenz von mehreren Matratzen-Outlets im Zentrum verständlich, ist ein gewisser Indikator. Man könnte zum Beispiel den alten Gedanken des Austragshäusers wieder aufnehmen und ihn für den Ortskern nutzbar machen. Unter Auszugshaus, Austragshaus oder Ausziehhaus verstand man früher ein auf dem Bauernhof errichtetes kleineres Gebäude, das für die Altbauern, Altteiler hießen sie auch, errichtet wurde und nach der Übergabe des Hofes an die Erben der Alten als Wohnstätte diente. Was bedeutet es, wenn man sich diesen Gedanken nutzbar machen will? Heute stehen ganz viele alte Siedlungen und Altenheime an den Ortsrändern. Sie sind verkehrstechnisch oft schlecht angebunden. Es wäre viel besser, die alten Menschen in die Ortsmitte zu holen, dorthin, wo die Kirche, das Rathaus und die Sparkassenfiliale steht und wo in der zugesperrten ehemaligen Schleckerfiliale ein neuer Dorf- und Tante-Emma-Laden mit Waren für den täglichen Bedarf und mit regionalen Produkten aufgemacht wurde. Die Ortskerne in Dörfern, kleinen Mittelstädten müssen wiederbelebt werden. Die Menschen brauchen eine wohnungsnahe Rundumsäule. Es geht um regionale Entwicklung. Das ist nichts Abstraktes, sondern sehr konkret.
Es geht dabei weniger um die Beschilderung von Wanderwegen oder darum, dass die Marktplätze alle 10 Jahre anders herum gepflastert werden. Es geht darum, wie man junge Menschen zum Bleiben oder noch besser zurückkehren wiegt. Die Entvölkerung ländlicher Räume ist kein Naturgesetz. Sie ist eine Folge dessen, dass Arbeit und Leben dort nicht oder viel zu wenig vereinbar sind. Das muss gute Heimatpolitik in der Provinz leisten. Sie muss alles daran setzen, dass die jungen Menschen hier leben und hier arbeiten können. Die Welt zur Heimat machen. Das fängt in Klein-Kleckersdorf an. Es fängt damit an, dass es dort eine Poststelle, einen Bäcker und einen Arzt gibt und ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe. Gute Lokalpolitik lockt also nicht einfach nur Investoren in den Ort. Sie stärkt die Grundversorgung, den sozialen Zusammenhang und die gewachsenen Traditionen ihrer Bürger und damit ihre Offenheit für die, die neu kommen. Provinz ist die Verkörperung des Prinzips Heimat. Beim Wort Provinz fällt mir immer der verstorbene Bundeskanzler Helmut Kohl ein, der ein großer Europäer war. Mit ihm habe ich mich einige Male über seine Heimat, die Pfalz, und meine Heimat, die Oberpfalz, unterhalten. In Kohls Politik spielte seine pfälzische Heimat eine große Rolle. Kohl hat Kirchturmpolitik gemacht und das meine ich jetzt positiv. Kirchturmpolitik ist nämlich nicht eine Politik des beschränkten Horizonts, sondern überschaubare Politik. Man steigt auf den höchsten Punkt seiner Heimat, zeigt stolz auf den Wald, die Klöster, Schlösser und Kirchen und trifft Entscheidungen, deren Auswirkungen man absehen kann. Deshalb sagte Helmut Kohl gerne, wenn er seine Politik erklärte, sehen Sie, die Sache ist doch ganz einfach. Provinz ist der Raum der übersichtlichen Lebenseinheiten, der Raum, in dem die Menschen sich kennen. Papst Johannes Paul II. Hatte sich seinerzeit zur Gewohnheit gemacht, die Erde der Länder zu küssen, die er bereiste. Kanzler Helmut Kohl nahm sozusagen die pfälzische Erde mit in die Länder, in die er reiste. So wurde internationale Politik für ihn eine lustvolle und eine kraftvolle Angelegenheit. Wo immer Helmut Kohl den Fuß aufsetzte, spürte er die Sicherheit des heimatlichen Bodens. Das war zwar zuweilen eine Täuschung, aber Kohl hat es dann gar nicht bemerkt. Mit dieser Sicherheit ist es ihm jedenfalls gelungen, aus seiner Vision von Europa ein Fundament für die Europäische Union zu machen. Es ist seine größte, eine weltgeschichtliche Leistung. Helmut Kohl hat seine Mitstreiter und auch die Staatsmänner der Welt so kennengelernt, wie man in der Provinz eben die Menschen kennenlernt. Man fragt sie aus, man fragt sie nach dem Herkommen, Elternhaus, man sucht Gemeinsamkeiten. So hat es Kohl mit Mitterrand gemacht, mit Gorbatschow, mit Jelzin, Reagan, Bush und Clinton. Und dann haben wir geredet, erzählte Kohl gern, wie halt normale Leute miteinander reden. Es war der Beginn von Freundschaften. Es gibt schlechtere Arten, Politik zu machen. Und deshalb fragte er auch diejenigen Journalisten, mit denen er sich länger unterhalten wollte, erst einmal, sagen Sie, wo kommen Sie eigentlich her? Die Frage gehörte auch zum Vorspiel der Interviews, die ihm wichtig waren. Wo kommen Sie eigentlich her? Er fragte das einst auch nicht, obwohl er schon wusste. Denn so etwas zu wissen, ist der Anfang von Politik. Aus der Oberpfalz also, sagte er dann, wissen Sie eigentlich, warum die so heißt? Und dann packte er, schließlich war er ja gelernter Historiker, sein Wissen aus über den Hausvertrag von Pavia und so weiter und so fort. Und er war begeistert, als sein Gesprächspartner ein bisschen mithalten konnte. Helmut Kohl schob alle Tagespolitik vom Tisch, um die Herrschaftspolitik der Wittelsbacher und des Königs von Böhmen zu erzählen. Kohl suchte und fand, das gehörte zu seinen politischen Erfolgsrezepten, die Provinz des einzelnen Menschen. Und die entdeckte er auch bei den Großen und Mächtigen dieser Erde. Lassen Sie mich noch ganz kurz dabei bleiben, weil es so plastisch ist. Worüber hat er mit dem SED-Chef Erich Honecker geredet, als der ihm zum ersten Mal in Moskau begegnet ist? Er war ja praktisch Nachbar von der Pfalz. Wir hatten einen Haufen gemeinsamer Bekannter. Nachbar?
Honecker war vor 1935 führender Funktionär des kommunistischen Jugendverbandes in Südwestdeutschland. Also hat Kohl mit ihm über die Leute geredet, die Honecker noch von damals kannte und die dann später in der Pfalz Pfarrer geworden waren. Und dann hat Kohl dem seinerzeitigen SED-Chef vorgeschlagen, wenn wir mal miteinander pfälzisch reden würden, könnten die uns beim Abhören nicht verstehen. Provinz schafft halt Verbindungen, auch dort, wo man es nicht für möglich hält. Es ist Heimat. Provinz ist die Verkörperung des Prinzips Heimat. Unlängst habe ich die Werke des ziemlich vergessenen böhmischen Schriftstellers Johannes Urzidil gelesen. Urzidil war ein Zeitgenosse von Kafka, Brod und Werfel. Er ist 1939 vor Hitler erst nach Großbritannien und dann nach New York geflohen. Statt dort in New York seiner verlorenen böhmischen Heimat nachzutrauern, setzte er ihr ein Denkmal. Inmitten der Wolkenkratzer-Riefen von New York machte er seine Streifzüge durch die böhmische Geschichte. Meine Heimat ist, das hat mir so gut gefallen, meine Heimat ist, so schrieb der Dichter, meine Heimat ist, was ich schreibe. Meine Heimat ist, was ich schreibe, das ist für einen Journalisten wie mich auch kein schlechtes Motto. Bei mir ist es eher so, dass Heimat das ist, worüber ich schreibe. Ich schreibe als politischer Journalist über die Demokratie, über den Sozialstaat und über Europa. Und ich glaube, dass die Konkretisierung dieser Begriffe sehr viel mit Heimat zu tun hat. Heimat, Demokratie. Wenn Demokratie gelingt, wird sie zur Heimat für die Menschen, die in dieser Demokratie ihre Zukunft miteinander gestalten. Heimat, Sozialstaat. Wenn der Sozialstaat funktioniert, ist er Heimat für die, die sich eine Villa nicht leisten können. Heimat, Provinz. Provinz ist die Urzelle der Heimat. In einer Zeit, in der sich viele Menschen immer unsicherer fühlen, kann die Provinz ein Anker der Stabilität für den Menschen sein. Dieses Gefühl kann durchaus auch ein ökonomischer Faktor sein. Und zu diesem Gefühl der Geborgenheit und des Aufgehobenseins, zum Stolz auf die Heimat, gehört auch das heimatliche Geschichtsbewusstsein. Heimat Europa. Europa muss hoffentlich bitte aus seinen Krisen wieder herauskommen. Es kann doch nicht sein, dass sich die Mitgliedstaaten, dadurch wieder groß und great werden wollen, indem sie sich wieder klein machen und auf das Nationale schrumpfen. Darf ich Sie am Schluss noch etwas fragen, liebe Freundinnen und Freunde der Heimat? Was stellen Sie sich eigentlich vor, wenn Sie an Europa denken? Wo liegt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Europa? Welchen Ort hat Ihr Europa? Vielleicht ist es eine bestimmte Stelle, eine Bank im wunderbaren Dom von Hildesheim. Dome, Kathedralen, Kirchen. Wir reden ja so gern vom Haus Europa. Europäische Häuser gab es schon einmal. Häuser ganz besonderer Art. Heilige Häuser. Die Dome und Kathedralen waren einst solche Häuser. Sie waren die trigonometrischen Punkte Europas. Alle Kunst des Kontinents fand dort ihre Form, ihre Gestalt und ihre Heimat. In Brüssel und Barcelona, in Antwerpen, in Straßburg, in Wien und London, in Magdeburg, Uppsala, Aachen, Guttenberg, Burgos, Klausenburg. Aus dem Namen der Baumeisterfamilie Parla, welche die Dome und Münster zwischen Freiburg und Prag gebaut hat, hat sich das Wort Polier entwickelt. So nennt man heute den Leiter einer Baustelle. Man wünscht sich, dass es Poliere ihres Geistes und ihrer Kunstfertigkeit auch beim Bau des heutigen Hauses Europa gibt. Vielleicht ist Ihr Ort Europa aber keine Kirche, keine Kathedrale, kein Dom. Vielleicht ist es eine Grenzstation, an der Sie vor 30, 40 Jahren bei der Fahrt in die Ferien in langer Autoschlange standen, wo Sie kontrolliert wurden und wo Sie heute einfach durchfahren. Die früheren Grenzübergänge sind heute Orte, an denen wir die Freiheit in Europa im Wortsinn erfahren. Die alten Grenz- und Zollstationen, die aufgelöst sind, sind auch europäische Orte. Sie symbolisieren hoffentlich auf Dauer das neue Europa. Das Europa ohne Binnenschranken und Binnengrenzen. Was ist Ihr Europa? Mein Europa
sind drei Möbelstücke. Sie sind sehr alt, sie stehen nicht in meiner Wohnung. Es handelt sich um eine lange Bank, um einen grünen Tisch und um ein Konfekttischlein. Alle drei kann man im alten Rathaus zu Regensburg, der Stadt meiner Kindheit und meiner Jugend, besichtigen. Dieses Rathaus ist nicht irgendein altes Rathaus, es ist ein europäischer Ort. Hier wurden europäische Grenzen gezogen. Hier wurde, als die Türken vor Wien standen, beraten, wie man der Gefahr Herr wird. Hier tagte nämlich eineinhalb Jahrhunderte lang, von 1663 bis 1806, der immerwährende Reichstag. Der immerwährende Reichstag war ein Kongress der Gesandten, der Kurfürsten, der Fürsten und der Reichsstädte des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, zu dem in seinen großen Seiten das gesamte Gebiet des heutigen Mittel- und Südeuropa gehörte. Die lange Bank, der grüne Tisch und das Konfekttischchen sind übrig geblieben aus der Zeit, als Regensburg das Zentrum von Kerneuropa war. Der immerwährende Reichstag hat versucht, die Vielzahl der großen, kleinen und ganz kleinen Herrschaften des alten Reiches zu koordinieren. Bis ein Gesetz verabschiedet war, musste man sich von Nassau-Usingen bis Griechingen, von Köln bis Bopfingen unterreden. Aber erst die Signatur des Kaisers zu Wien verschaffte dem Conclusa Geltung. Das Prozedere war umständlich, es war schwerfällig, es war föderal und partizipativ, es war europäisch à la Brüssel. Und es nahm die Langsamkeit und die Mühseligkeit demokratischer Prozesse schon irgendwie vorweg. Die drei Möbelstücke sind für mich im Guten und im Schlechten europäische Symbole. Der grüne Tisch war das Tableau von Entscheidungen, die fern der Realität waren. Auf der langen Bank saßen nicht nur die Gesandten, dort wurden die unerledigten Akten gelagert, die so lange nachgeschoben wurden, bis sie am anderen Ende herunterfielen. Und schließlich das Konfekttischlein, dort durften sich die Gesandten und ihr Personal bedienen. Das alles hat etwas sympathisch Bescheidenes. Dieses Alt- und Kerneuropa protzt nicht. Und der alte Reichstagssaal ist so klein, wie das alte Reich groß war. Es ist meine Heimat, Europa. Europa ist das Beste, was den Deutschen, den Franzosen und Italienern, den Österreichern und Dänen, den Polen, Spaniern, den Flammen, Wallonen, den Niederländern und den Niedersachsen, den Bayern und den Basken und den Balten etc. pipi passiert ist. Europa ist die Verwirklichung so vieler alter Friedensschlüsse, die den Frieden dann doch nicht gebracht haben. Die Europäische Union ist das Ende eines fast tausendjährigen Krieges, den fast alle gegen fast alle geführt haben. Sie ist ein unverdientes Paradies für die Menschen eines ganzen Kontinents. Das gilt trotz alledem und alledem. Trotz der Fehler, trotz der demokratischen Defizite, trotz der sozialen Defizite, trotz der Bürokratie. Ja, Europa hat Fehler. Aber der Nationalismus ist ein einziger großer Fehler. Ich habe heute, und es geht ja um Vielfalt, ich habe heute noch nichts zum Islam gesagt und ich will mich am Schluss nicht davor drücken. Dies nur noch zum Schluss. Als ich vor vielen Jahren den alten, aufgeklärten, mittlerweile verstorbenen Wiener Altkardinal Franz König darüber interviewt habe, wie man denn in Europa mit dem Islam umgehen solle, hat dieser kluge alte Mann gesagt, wir müssen, Herr Brandl, wir müssen miteinander leben lernen, nicht nebeneinander. Das Interview mit ihm habe ich kurz vor seinem Tod im Jahr 2004 geführt. Das war Wahlkampfzeit in Wien. Es war der erste große Wahlkampf, bei dem Haider Erfolge erzielte. Und dann sagte dieser alte Mann noch etwas europäisch-programmatisches. Er sagte, wir haben so viele verschiedene Kulturen auf heimatlichem Boden. Dieser Reichtum darf nicht nivelliert werden. Er muss das vereinte Europa prägen. Der Kardinal hatte vollkommen und unbedingt und ohne jede Abstriche recht. Genauso ist es. Der Reichtum der Sprachen, der Kulturen, der Traditionen, der Religionen, er muss hineingenommen werden in unser Deutschland und in die Europäische Union. Concordantia discordantium, das ist moderne Demokratie. Zukunft gemeinsam gestalten, darum geht es. Ein Europäer ist derjenige, der Sehnsucht nach Europa hat. Leisten wir uns diese Sehnsucht. Wir brauchen Europa, wenn wir eine Zukunft haben wollen, das ist ein Faktum. Und wir können die alten Instinkte, die alten Nationalismen nicht mehr brauchen. Ein Europäer ist derjenige, der Sehnsucht nach Europa hat. Leisten wir uns diese Sehnsucht nach Heimat in flüchtigen Zeiten. Heimat
wird einem nicht von Amazon ins Haus geliefert. Man muss selber etwas dafür tun. Man kann, man muss gemeinsam mit anderen werkeln und arbeiten. An einem gemeinsamen Projekt, an einer gemeinsamen Aufgabe. Die Übernahme von Verantwortung schafft Heimat. Heimat ist auch das Gefühl, dass einem das, was angeht, was passiert und dass man seinen Beitrag leisten muss und darauf stolz sein kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen es mindestens so gut wie ich. Heimat ist etwas für alle Sinne. Und man muss frühzeitig lernen, die Sinne zu öffnen. Heimat wird lebendig, wenn sie einem vertraut wird, wenn sie einem ans Herz wächst, wenn man von ihr erzählen kann. Dann gibt sie einem Kraft. Dann ist sie mehr als eine Umgebung, in der man zufälligerweise geboren oder in der man aufgewachsen ist. Dann wird sie einem zum Begleiter fürs Leben, auch wenn man später ganz woanders lebt. Man weiß dann, wo man herkommt. Auch wenn einem das Leben ganz woanders hinstellt. Dieses heimatliche Bewusstsein kann einem eine Grundsicherheit fürs Leben geben. Und sie kann, und das ist wichtig, die Neugier wecken auf andere Heimaten und auf das, was für andere Heimat ist. Heimatfamilie, Heimat Hildesheim, Heimat Niedersachsen, Heimat Sozialstaat, Heimat Grundgesetz, das 70-jährige, Heimat Europa. Es gibt viele Heimaten. Heimaten, die sich addieren, die sich ergänzen, die sich zusammenfügen, wenn es gut geht. Der römische Dichter Ovid hat einmal gesagt, glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt, mit Mut zu beschützen. Wir lieben die Grundrechte, wir lieben das respektvolle Zusammenleben der Menschen aller Religionen und Kulturen, wir lieben Europa, wir lieben die Freiheitsrechte, wir lieben die Heimat, wir lieben unsere Heimaten. Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt, mit Mut zu beschützen. Gönnen wir uns dieses Glück. Ich danke Ihnen.